Liebe Schwestern und Brüder, am Beginn des Samuel-Buches haben wir gestern gesehen, wie die Situation noch unbefriedigend ist und Hannah eben nicht schwanger wird über all die Zeit, weil sie in sich selber geschlossen und auf sich selber bezogen bleibt mit ihrem Elkana. Hier in unserem heutigen Abschnitt geschieht etwas Neues. Da wird die Not des Lebens nicht nur beklagt, sondern sie wird für Gott hingeöffnet, in Gelübde und Gebet. Und erst dann geschieht Fruchtbarkeit. Maximus der Bekenner schenkt uns ein schönes Wort in seiner Auslegung zum Vaterunser, das uns helfen kann, dass es uns ähnlich geht, das nicht banal sein will, wenn wir an unser eigenes Beten denken oder von der anderen Seite an unsere eigene Not. Maximus sagt, wird einem doch das Mysterium der Erlösung dadurch zuteil, dass man es wünscht und nicht dadurch, dass man von ihm gewaltsam beherrscht wird. Wird einem das Mysterium der Erlösung doch dadurch zuteil, dass man es wünscht, wirklich wünscht.